Hi Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut and welcome zu einem neuen Vlog von mir. Wo soll ich anfangen? Ich habe eigentlich so viel für diesen Vlog geplant und was auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste als erster Punkt steht, so, ist es, meine Haare zu waschen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die sind fettig AF. Das Ding ist, ich wollte eigentlich so einen richtig nicen Be Productive With Me Spa-Vlog Night Out Vlog drehen, weil ich für dieses Wochenende, heute ist by the way Freitag, relativ viel geplant habe. Aber ich habe gestern spontan meine Tage bekommen. Also wenn man die Pille nimmt, bekommt man die nicht spontan, aber ich habe irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass ich meine Tage bekomme. Und dementsprechend hat mich meine Mut oder beziehungsweise meine Tage haben mich vom einen auf den anderen Tag so richtig so umgehauen. Gestern war ich nämlich den ganzen Tag unterwegs, habe dann meine Tage bekommen, zum Glück noch zu Hause. Und dann war ich den ganzen Tag unterwegs, hatte einen wichtigen Termin, war mit meinen Eltern. Danach kam Hannah noch zu mir. Wir haben so ein bisschen so einen Trash-TV-Abend gemacht, haben uns beide Pizza gemacht. Es war einfach richtig geil. Und meine Laune war richtig gut. Ich bin auch immer noch mega gut gelaunt, aber mein Körper war so, you gotta chill. Weil wir sind nicht in der Mut, uns viel zu bewegen. Wir sind nicht in der Mut, wenig zu essen. Wir sind in der Mut, einfach Netflix zu schauen und zu gammeln. Dieser Mut werden wir in diesem Vlog nachgehen, weil ich habe mich so ein bisschen versucht, hier rein zu pressuren und so ein Workout zu machen und euch irgendwie meine Routine zu zeigen, die ich momentan aufbaue. Aber weil ich jetzt meine Tage bekommen habe, weiß ich, okay, wir lassen die Dinge einfach so, wie sie sind. Und ich wollte euch mal ein Update geben, warum das auch mit dem Workout gar nicht so gut funktioniert hätte. Das ist die current situation in meinem Ankleidezimmer. Wir haben jetzt finally den letzten Schrank noch aufgebaut. Das sieht relativ schief aus, weil die eine Tür ein bisschen schief ist. Also die hängt so ein bisschen weiter runter. Und ich muss auch noch super viel Wäsche machen. Da oben guckt auch schon irgendwas wieder raus. Das muss in den Schrank gehängt werden. Ich zeige euch aber gleich mal das biggest Chaos. Und da fehlt jetzt auch nur noch eine Kleiderstange, die wurde nicht mitgeliefert. Seht ihr, wie locker dieser Schrank ist? Mein Papa muss das noch alles so aneinander befestigen, damit die nicht mehr so wackeln und diese Schlitze weg sind. Und das ist das Chaos, über das ich euch eben erzählt habe. Beziehungsweise von dem ich euch eben erzählt habe. Ja, ich schäme mich. Ich schäme mich wirklich sehr. Wie gesagt, ich wollte ein Workout machen. Ihr seht, das Fahrrad steht in der Mitte vom Zimmer. Hier ist keine Steckdose. Und ich glaube, ich würde mich auch nicht so wohlfühlen, wenn ich da jetzt einmal drauf sitze und Hauptsache, ich habe ein Workout gemacht. Weil ich auch einfach nicht in der Mut bin. Und das ist auch okay. Ich bin heute Morgen auch einfach mit diesem Ding hier aufgewacht. Ich habe keine Ahnung, was es war. Es war heute Morgen viel intensiver. Also ich hatte wirklich so einen großen roten Kreis. Man glaubt es nicht, aber seht ihr, wie geschwollen das hier noch ist? Weil ich erst dachte, ich wurde gestochen, aber es entwickelt sich irgendwie gerade ein bisschen zu einem Pickel. Aber ich habe ja auch hier super viele Unreinheiten wegen meiner Tage, aber das ist alles alright, alles okay. Vielleicht schaffe ich es dieses Wochenende, das hier alles mal in Ordnung zu bringen. Aber ich wollte eigentlich warten, bis die Kleiderstange eingebaut ist und ich alles wirklich 100% fix machen kann, alles einräumen kann, Arsch seine Sachen hier auch einräumen kann und dann alles komplett ist. Bevor ich mir jetzt mein Lunch mache, weil ich bin jetzt schon, ich glaube, 2 Stunden wach. Ich habe heute Morgen auch direkt schon einen Joghurt gegessen, weil ich bin aufgewacht und ich war so, ich habe so Bock auf den Joghurt. Ich hole mir immer die von Almigurt. Random Fact, aber die sind so lecker und die sind nicht so groß. Und meistens esse ich auch 2 oder 3, aber die sind wirklich lecker. Auf jeden Fall hatte ich eigentlich vor, ein What I Eat in a Week zu drehen, Perioden Edition, genauso wie ich euch letztes Mal in dem letzten What I Eat in a Week gefragt habe, ob ihr sowas mal sehen wollt. Und sehr viele haben gesagt, ja, go for it, zeig uns, was du isst, während du deinen Tag hast, weil ich glaube, jedes Girl kann relaten, wenn ich sage, dass man da einfach ein anderes Essverhalten hat. Also ich esse weitaus mehr, weitaus ungesünder. Ich bin jetzt niemand, der so extrem auf seine Ernährung achtet. Ich glaube, das weiß jeder, der mir folgt, mich länger verfolgt. Aber ich esse schon, wenn ich meinen Tag habe, ein bisschen unkontrollierter. Auf der einen Seite nicht so gut, aber auf der anderen Seite bin ich so, ich habe meine Tage. Aber, weil ich, wie gesagt, vergessen habe, dass ich meine Tage bekomme, fragt mich nicht, wie ich es vergessen habe. Ich war aber gestern richtig so, ich saß auf Toilette und ich war so, wait a minute. Und auch voll komisch, weil normalerweise weiß ich immer, wenn ich meinen Tag habe, weil ich ja die Pille nehme und dann lässt man die Pille weg und dann kommen die Tage. Aber bei mir kommen die auch immer so 2, 3 Tage, nachdem ich die Pille aufgehört habe zu nehmen, also diesen Blister. Und dann habe ich auch meistens nur 3, 4 Tage meine Tage. Und heute ist der 2. Tag und ich wollte ja, wie gesagt, das Video drehen. Habe es vergessen und habe gestern nicht mitgefilmt, weil ich den ganzen Tag unterwegs war. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch in dem Vlog mal so ein bisschen, was ich esse, wenn ich meine Periode habe. Ich werde euch aber auf jeden Fall nochmal ein richtiges What I Eat in a Week Periode Edition abfilmen. Aber damit ihr einfach so einen kleinen Einblick habt. Und ja. Ich habe mir jetzt mein Mittagessen warm gemacht. Ich war nämlich gestern
mit meinen Eltern essen und ich habe mir dann Gnocchis bestellt. Das ist der Rest, den ich auch mitgenommen habe. Und dabei schaue ich Netflix. Ich habe gestern Abend noch diesen Film angeguckt, beziehungsweise angefangen. Look Both Ways. Und den schaue ich jetzt noch zu Ende. So, und jetzt gibt es noch ein bisschen... Wer hämmert denn da die ganze Zeit? Das klingt, als wäre das in meiner Wohnung. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein bisschen Soul Food. Die Schokolade kenne ich von meiner Mama. Die gab es früher mal im Osten. Und die hat mich damit so angefixt. Und ja, da gönne ich mir jetzt auch ein bisschen... Während wir den Film noch gucken, dann haben wir wieder aufs Sofa. Und danach muss ich die Spülmaschine ausräumen, dann gehen wir mal eine große Runde spazieren. Ja, ich habe gerade gesehen, ich muss unbedingt mal meine Hülle austauschen, beziehungsweise diese Folie. Die ist sehr ranzig. Ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Ich sehe so aus, ich lag gerade draußen, wollte mich tannen, bin eingeschlafen in meinem Oberteil, halbnackt auf meinem Balkon und auf einmal, ich höre so ein richtig lautes Grummeln und ich war so, ist hier eine Baustelle oder gewittert? Und jetzt hat es einfach gerade angefangen zu schütten. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt oder hören könnt. Es gewittert, heftig. Und ich lag da und habe gepennt und dann wurde ich komplett nass gerade und es... Was geht ab? What is happening? Excuse me. Alles ist gut, hey Maus, alles gut, ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Oh mein Gott. Seht ihr den Wind? Ich habe keine Ahnung, ich krieg die Tür nicht zu. Was passiert hier? Von 0 auf 100, von 0 auf 100. Das ist nur Gewitter. Das ist nur Gewitter, Maus. Oh nein, das ist doch gar nicht dein erstes Gewitter, aber... Es ist gerade so heavy. So Leute, wir sind jetzt in meinem Bad und ihr steht auf dem komischsten Stativ, was ich je für euch hatte. Ihr steht auf einer Küchenrolle und Corona-Tests, weil ich habe immer noch keine passende Lösung gefunden für mein Bad, wie ich euch da am besten hinstelle. Aber ich war gerade, wie man sehen kann, meine Haare sind fettig, aber so fettig waren sie jetzt auch nicht. Ich war nämlich gerade mit Nala Gassi und ja, es gewittert sehr dolle. Arthur ist mit dem Cabrio unterwegs, also kleine Schweigeminute für Arthur. Der ist nämlich komplett nass geworden und der fährt jetzt erstmal nach Hause, sonst wäre der schon hier. Ich gehe jetzt auf jeden Fall duschen, weil ja, die Situation feiere ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal alle Produkte, die ich jetzt benutze. Meine Haarroutine ist momentan ein bisschen am Switchen, beziehungsweise ihr wisst, ich liebe Olaplex, ihr wisst, ich liebe Redken und ihr wisst, ich liebe es, meine Haarprodukte so ein bisschen abzuswitchen. Und ich benutze momentan oder beziehungsweise teste ich mich gerade an den Typology Shampoos und ich habe ein anderes schon in der Dusche stehen, was ich benutzt habe und ich benutze heute zum ersten Mal dieses hier, das ist mit, und zwar ist es dieses hier, ich weiß nicht genau, wie man alles ausspricht, die Hälfte ist französisch, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein Shampoo und ich weiß gerade nicht, ob ich auch einen Conditioner von Typology habe, aber ich meine nicht, ich meine, den habe ich mir nicht bestellt, aber ich eigentlich schon, aber ich glaube, ich weiß einfach noch nicht, wo der ist. Ansonsten ist es mir da aber auch relativ egal, ich benutze dann einfach irgendeinen Conditioner, meistens den von Olaplex oder von Redken, den aus der blauen Edition und ich benutze heute zum zweiten Mal dieses Scalping Scrub, also das ist für die Kopfhaut und dann hat Ups. Man soll das ein bis zweimal die Woche benutzen, so viel Französisch kann ich noch. Und 5 bis 10 Minuten auf der Kopfhaut lassen, einmassieren und dann einfach abwaschen. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es letztes Mal in so feuchtes Haar gegeben. Also ich bin einmal mit dem Wasser drüber, habe es dann einmassiert, habe es dann 5 Minuten drauf gelassen und habe es dann abgewaschen. Also ich mache das meistens immer so Sachen, genau wie Conditioner mache ich immer, während ich mich rasiere, damit das genug einziehen kann, weil sonst stehe ich einfach dumm rum in der Dusche und verschwende Wasser. Deswegen mache ich das immer, während ich dann meistens meine Beine oder so rasiere. Und was bei mir wirklich immer switcht, sind die Produkte nach den Duschen. Also meine ganzen Haarpflegeprodukte, Öle, irgendwelche Pflegeseren oder irgendwie, keine Ahnung, Hitzeschutz, da variiere ich auch komplett. Aber meistens benutze ich von Olaplex das Bonding Oil, die Nummer 7. Und ich habe wie immer einen Purish Code, also nur falls ihr euch das holen wollt, ist keine Kooperation in dem Sinne. Aber falls ihr Nachschub braucht, es gibt da ja auch immer diese Dreierpacks, die bestelle ich mir selbst immer. Also Shampoo, Conditioner und dieses Öl. Weil, wie ihr sehen könnt, ich benutze das sehr, sehr oft und ich liebe, liebe das. Und das gebe ich einfach in meinen Spitzen und Längen. Und dann bleibt alles schön gepflegt und ich gehe jetzt erstmal duschen, weil ich fühle mich ein bisschen... ranzig. Ich komme fresh out of shower. Ich habe absolut vergessen, euch bei meiner Skincare mitzunehmen, aber ihr seht, meine Haut ist
fresh. Und ich zeige euch mal im Schnelldurchlauf, welche Produkte ich gerade benutzt habe. Eigentlich habe ich auch meine Abendroutine schon gemacht. Wir haben erst 16 Uhr, aber weil ich heute das Haus nicht mehr verlassen werde, beziehungsweise nur für Nala, habe ich jetzt einmal schon meine Abendroutine gemacht. Daily Creme nach dem Abschminken, beziehungsweise nach dem Duschen abends, benutze ich immer die hier von Cetaphil. Kennt ihr von mir, ist glaube ich schon meine 8., 9. Packung. Unter den Augen habe ich diese von Kiehl's benutzt. Und zwar dieses hier von Kiehl's, dieses Creamy Eye Treatment mit Avocado. Benutze ich ansonsten immer vom Schlafengehen. Und für meine Lippen von NYX diesen Lip Balm mit Honig. Das ist soweit meine Skincare. Ich habe übrigens noch ein paar Tomaten gegessen und ein Kinder Country. Das war jetzt auch so mein Snack. Und ich überlege gerade, ob ich mit Arthur nachher was zu essen bestelle, weil ich dachte mir ganz ehrlich, zur Feier des Tages, beziehungsweise weil Wochenende ist, kann man sich ja mal was gönnen. Und es fängt gerade wieder an, die Sonne rauszukommen. Das ist mega schön, aber es regnet immer noch. Jetzt werde ich einfach einen Film gucken, weil ich bin auf jeden Fall in der Mut dafür. Ich habe mich auch schon mein bequemes Outfit geschmissen, meine Pyjamahose und irgendein T-Shirt. Und ja, ich suche mir jetzt einen Film raus, bis Arthur kommt. Werde den gucken. Ich muss den auf jeden Fall überzeugen, dass wir etwas zu essen bestellen, weil ich habe gerade diese eine Pasta im Kopf, die ich letztes Mal bestellt habe. Und die war eine 10 von 10. Und ich habe so Bock auf die, deswegen mal gucken, ob der Herr da Lust drauf hat. Das ist unser ästhetisches Dinner. Pommes, Salat, Arthur hat einen Film. Wie kaust du denn? Arthur hat einen Film rausgesucht. Ich hoffe, der ist gut. Schmackhaft. Auf jeden Fall. Guten Appetit. Servus. So Leute, kleines Update. Arthur ist gerade auf Toilette. Wir haben den Film Stopp gemacht. Wir haben jetzt 45 Minuten geguckt von Wedding Season. Und ich muss sagen, Arthur hat nicht richtig mitgeguckt. Der war immer am Handy. Und ich hasse sowas. Aber ich bin auch oft genug an meinem Handy, wenn wir einen Film schauen, wenn der mich nicht so catcht. Und anscheinend hat den Arthur nicht so gecatcht. Ich sehe ja gerade so unnormal fertig aus. Ich werde uns gleich einen neuen Film raussuchen. Das ist irgendwie gerade nicht so meins. Ich bin eh nicht so der Liebesfilm-Typ. Und ich habe sehr viel Bock auf einen Horrorfilm oder einen Thriller. Und dieser Punkt, einfach nur pretty. Und Arthur ist von den Toten auferstanden. Schulz. Schatzi, ich würde gerne einen Thriller gucken. Du hast überhaupt nicht mitgeguckt. Das ist nicht wahr. Doch. Wie heißt der Typ? Rami. Okay. Wie heißt die Frau? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der Typ Rami heißt. Okay, was machen sie? Wollen wir den gucken? Der ist aus diesem Jahr. Liebe für Erwachsene. Hm? Hat nicht mal eine Bewertung. Das Christian sich ja, weil der aus diesem Jahr ist. Hä, was ist das denn? Ja. Das da, ne? Ja. Oh mein Gott. Let's go. Wir sind befreit. Das ist ungefähr mein gutes Kinder-Country. Hat noch einen Joghurt geflügelt. Fühle mich auch ein bisschen schlecht. Okay, geil. So Leute, schaut mal, mit wem ich bin. Mit der Hanne. Wir machen jetzt den kleinen Brunch. Die Nala ist auch am Start. Und sie ist hype. Wir fahren jetzt auf jeden Fall ins Café Bur. Ich war da sehr lange nicht mehr. Okay, ein Jahr. Doch, schon lange. Und wir sind beide sehr, sehr hyped. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Hunger. Ich habe heute aber schon Kinder Country gegessen. Just for your information. Gehen wir mit den süßen Sachen oder haben wir Bock auf herzhaft? Sagen herzhaft. Ja, same.
Der Brunch war erfolgreich. Es war sehr, sehr lecker. Wir haben sogar ein Bananenbrot aufs Haus bekommen. Richtig cute. Hannah konnte halt leider nichts davon essen. Und ich habe mir die andere Hälfte mitgenommen. Und Nala hat in ihr Körbchen gemacht. Und jetzt macht sie irgendwie gar nicht mehr. Can someone explain the dog, please? Aber das ist halt alles so aufregend, ne? Und dieser Pickel hier oben. Oh Mann, ey. Ich habe vergessen zu vloggen. Ich bin jetzt schon eine Weile wieder zu Hause und ich wollte euch eigentlich cool abstellen, aber irgendwie ist hier nichts passend. Es ist mittlerweile 6:15 und ich habe absolut vergessen zu filmen. Ich sehe aus katastrophal, meine Haare katastrophal. Ich war gerade im Regen mit Nala spazieren. Ich muss mich umziehen, ich fühle mich disgusting, mein Make-up glänzt, meine Lippen sehen disgusting aus, weil ich habe die schnell für eine Story neu geschminkt und habe es irgendwie nicht so schön hinbekommen. Auf jeden Fall ist hier gerade alles im Mess. Arthur ist gerade spontan beim Friseur, der hat noch ganz spontan einen Termin bekommen. Wir wollen nachher auf das Museumsuferfest hier in Frankfurt gehen und deswegen warte ich jetzt auf ihn. Eigentlich wollte ich auch in der Stadt noch ein bisschen filmen. Wir waren nämlich noch shoppen nach dem Brunch. Wir waren ja bei Café Bur und die waren richtig cute, weil ich habe dann ein Bananenbrot bestellt, weil es gibt ja diese Portion mit 2 Scheiben und Erdnussbutter und ich wollte nur eine Scheibe haben und dann haben die mir das einfach aufs Haus gegeben. Das fand ich sehr, sehr cute. Habe ich mir auch noch eingepackt in der Serviette. Habe das eben noch ein bisschen gesnackt, habe noch eine Kooperation gemacht und bin jetzt ready, mich ready zu machen. Und es ist sehr viel going on gerade, weil mein neues Bett ist angekommen. Das war gestern und Arthur hat es direkt hochgeräumt und der Lieferant hat das alleine hingebracht und es ist so schwer und mein Nachbar hat uns schon seine Hilfe angeboten und es ist wirklich, diese Teile sind so heavy und das eine steht auch noch im Flur hier oben und es stand gestern noch den ganzen Tag unten im Flur, weil wir es nicht hochbekommen haben, beziehungsweise ich war alleine und alleine hätte ich das niemals geschafft. Und jetzt steht der ganze Flur voll und ich komme nicht mehr an den Waschraum und ich muss so viel Wäsche waschen. Also der ganze Boden hier, ich sag euch, wie es ist, der ganze Boden hier liegt gerade voller Wäsche. Die hatte ich auch in einem Korb sortiert und ich dachte eigentlich, dass Arthur und ich jetzt den Flur frei machen und ich die Wäsche direkt einräume, sonst würde die da nicht einfach so rumliegen. Aber der ist dann ganz spontan zum Friseur gefahren, weil die noch einen Termin ihm gegeben haben, ganz schnell. Und deswegen warte ich jetzt, bis er wiederkommt. Und dann muss ich unbedingt Wäsche machen, weil ich finde es richtig... Also ich bin unordentlich, aber wenn die Wäsche hier so auf dem Boden rumliegt, das ist mir dann auch zu viel. Das Beste an der Story ist ja, dass mein altes Bett immer noch nicht verkauft ist, weil ich von der Firma keine Sendungsverfolgung bekommen habe und kein Datum, wann das Bett ungefähr ankommt, sondern einfach nur, die schreiben mir, wenn es soweit ist. Und dann haben die mir geschrieben und dann kam der Fahrer und dann musste ich den hier hinlotsen und dann haben wir das zusammen ausgeladen und dann war ich so, okay. Und jetzt steht, diese riesen Pakete stehen jetzt im Flur. Also ich zeige euch gleich mal den Flur und die standen alle im Hausflur unten, ganz unten. Und alle meine Nachbarn haben es wahrscheinlich gesehen und waren wahrscheinlich so, warum räumen die das nicht weg? Aber ich habe keine Kraft. Ja, aber es hat sich keiner beschwert. Die sind hier sehr kulant, was das angeht. Wir haben öfter mal Pakete so im Haus herumliegen, weil die Postboten die oft nicht nach oben bringen. Und wisst ihr, was letztens passiert ist? Da könnte ich mich so drüber aufregen. Ich habe ja so eine Kamera und ich sehe, wenn unten jemand klingelt. Und hier ist ein Postbote und es ist ein Jugendlicher, der mit dem Fahrrad hier die Sachen wegbringt oder hinbringt. Und er hat geklingelt und ich habe eine Freisprechanlage und ich habe dann direkt die Tür aufgemacht und es macht halt so, dass man halt die Tür ziehen soll. Und Arthur ist gerade nach Hause gekommen und ich filme gerade. Auf jeden Fall war der Typ dann unten. Nein. Der Typ war unten. Nein, ja. Ich erzähle gerade was. Das sind jetzt auf jeden Fall die Pakete vom Bett, nur damit ihr mal eine Overview habt. Und draußen steht noch ein ganz großes. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich bei der Story war, auf jeden Fall habe ich ihm die Tür aufgemacht und er hat die Tür angeguckt. Ich gehe doch mal einkaufen. Brauchst du irgendwas? Nein. Ich gehe nicht dahin, um zu essen. Ich gehe dahin, um zu essen. Ja, dann viel Spaß wünsche ich dir. Mal gucken, was ich denn heute Abend mache. Kann ich jetzt noch meine Story erzählen, bitte? Du hattest so viel Zeit. Auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Oh, Arthur ist sometimes. Auf jeden Fall habe ich ihm dann die Tür aufgemacht und er hat die Tür angeguckt und hat dann nochmal geklingelt. Und ich war so, are you kidding me? Und dann ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Er hat nicht an der Tür gezogen und dann habe ich den Freisprecher angemacht und habe gesagt, sie müssen ziehen. Und er guckt auf dieses Mikro, schmeißt dieses Paket auf das Fahrrad und fährt weg. Weil er wollte nicht mal das Paket in den Hausflur legen. Und da bin ich fast ausgeflippt. Ich war wirklich so, ich rufe gleich DHL an. So richtig typisch deutsch. Aber das war mir wirklich einer zu viel. Und jetzt weiß ich auch, warum voll viele Pakete bei mir immer verspätet ankommen. Oder halt gar nicht ankommen und ich sie direkt in der Packstation abholen muss. Ja,
Arbeit ist, wie es ist. Auf jeden Fall muss ich jetzt gleich erstmal mein Bett inserieren. Mal gucken, wo ich das verkaufe. Und ja, und wir waren vorhin ja, wie gesagt, noch shoppen. Ich habe mir auch ein paar Sachen geholt. Mutter. Und ich zeige euch jetzt mal... Nala! Nein, Schatz! Stopp! Nala! Ich muss da drauf tun. Eins, zwei, drei. Kleine Maus, kleine Maus. Some people tell me that I need help. Some people. Überall liegt ein Müll, Nala. Ich wollte euch nochmal meine kleine Ausbeute zeigen. Wir waren im Zara drin. Ich habe mir da zwei Hosen gescannt. Ich bin immer so jemand, ich scanne die ein, weil der Zara ist immer voll, immer vor einem Samstag. Aber wir waren auch noch bei Outfitters und da habe ich ein paar Sachen mitgenommen. Keine Ahnung, warum Arthur in diese Körbe gerade sein T-Shirt reingelegt hat oder was auch immer das ist. Aber ich habe mir auf jeden Fall erstmal ein T-Shirt mitgenommen. Das habe ich eben schon mal drüber geworfen, weil mir ein bisschen kalt war. Aber ich bin gerade so ein bisschen am Schwitzen. Deswegen will ich es nicht anziehen, damit es nicht voller Schweiß ist direkt. Auf jeden Fall haben wir einmal dieses große Lana Del Rey T-Shirt. Und ich muss sagen, es gibt ja so Leute, die tragen so Künstler oder Bands oder whatever, weil die diese Band und den Interpreten auch feiern und hören. Und ich wurde dafür mal gejudged, weil ich ein T-Shirt hatte von einer Band und jemand hat dann zu mir gesagt, so, ja, aber wenn du den nicht hörst, wie kannst du es dann tragen? Mir ist es relativ egal. Ich habe das in Größe L genommen. Nee, oder? Doch, in Größe L. Ich wollte es eigentlich noch größer haben, aber es gab es nur bis Größe L. Wie gesagt, von einem Outfit, das einfach so als Schlaf-T-Shirt oder so als Gammel-T-Shirt und man trägt einfach nichts drunter oder nur eine Shorts oder so. Finde ich sehr nice. Dann habe ich genau das Oberteil, was ich jetzt gerade trage. Dieses hier in Größe M wieder genommen. Das ist einfach dieses Oberteil hier. Ich habe das jetzt auch gerade an. Es hat auch schon ein paar Flecken von heute. Ich habe darunter einfach Nippelpads an und es hat hier, wie gesagt, diesen Bund. Es ist auch absolut voll geschwitzt, weil ich bin, es war heute so warm und der Rücken ist einfach komplett zu. Und dann habe ich mir noch zwei Pullis mitgenommen. Ich wollte eigentlich den dritten auch noch mitnehmen, aber ich war so ein bisschen unnötig, immer den gleichen Pulli in jeder Farbe zu haben. Aber ich habe den hier schon, nee, das ist ja gar nicht. Ich habe diesen, ist es Colorado? Ich glaube, jeder kennt diesen Colorado-Pulli. Und ich meine, das ist der hier auch. Genau, ich habe den hier in beige mit brauner Schrift. Ich glaube, den kennt ihr auch von mir. Ich habe den super gerne an, weil ich mag einfach so Sweater ohne Kapuze und einfach in diesem Stoff. Und ich mag die Stoffe von einem Outfitters extrem gerne. Und diesen blauen eben mit orangefarbenem Print beziehungsweise mit diesem Stickding. Und ja, ich liebe die für den Herbst einfach, um damit zu Hause zu chillen. Oder ja, einfach so ein comfy Sweater. Und von denen kann ich nie genug haben. Also ich überlege mir nochmal, ob wir aufs Fest gehen. Nala ist es auf jeden Fall egal mit dem Regen. Aber ich habe jetzt nicht so Bock, bei diesem Guss durch die Stadt zu latschen. Warum hat der so Kräuter drin? Habe ich reingemacht. Ehrlich? Mhm. Ach, ich dachte, die Gaben gab es da schon. Hier. Nee, danke. Willst du nicht probieren? Nee, danke. Sicher? Ja, sicher. Schmeckt echt lecker. Nee, ich habe wirklich keine Lust auf Käse. Aber schaut mal, wie geil das aussieht. Das sieht irgendwie, ich finde, der sieht immer ein bisschen leckerer aus, als er ist. Ich mag, der ist mir zu käsig, weißt du? Was? Das ist ja, ich hasse ja Käse eigentlich. Ich mag, ja, eigentlich ist er schon lecker, ja, aber ich habe irgendwie nicht so Lust drauf. Leute, wir sind gerade im Parkhaus und wollten den Parkplatz nehmen. Und dann stehen hier so Flaschen und Arthur so, guck mal, da ist einfach eine Taubenmami und die brütet da ihre Babys. Also das ist wirklich, manchmal liebe ich Menschen. Ich habe erstmal meine Flasche mit dahingestellt. Das ist so süß. Arthur hat uns einen Drink gemacht. Wir sind wieder zu Hause. Ich habe mir einen Salat gemacht. Der Abend lief nicht so wie geplant. Aber das werde ich mir jetzt erstmal gönnen. Guten Morgen, Leute. Und Happy Sunday. Heute ist Sonntag. Und ich habe einen kleinen Kater. Wir waren ja gestern ganz kurz auf dem Museumsuferfest hier in Frankfurt und wir sind da hingelaufen und wir haben schon gemerkt, es war einfach eine dumme Idee. Ich muss den Fehler auch eingestehen, weil meine Eltern konnten Nala nicht nehmen und wir dachten, wir nehmen die einfach mit und laufen halt nicht so in den krassen Menschenmengen. Aber dadurch, dass das halt seit 4 Jahren oder so nicht mehr stattgefunden hat, war halt der Ansturm dieses Jahr so extrem, dass auch direkt beim Hinlaufen schon
klar wurde, okay, da sind so viele Menschen, das können wir leider nicht antun. Ihr ging es richtig gut, Art hat sie die ganze Zeit getragen, ich habe sie manchmal getragen. Und sie hat nicht irgendwie gehechelt, sie hatte nicht irgendwie so viel Stress, also so sah es nicht aus. Aber wir wollten ihr das nicht antun und dann sind wir hingelaufen und direkt wieder umgedreht und sind nach Hause gegangen, weil das halt einfach ein bisschen zu viel wäre und wir ihr das nicht antun wollten. Und es war so überfüllt. Ich habe dann auch mit Hannah geschrieben und die meinte auch, das ist so voll. Keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Arthur hat mich gerade angerufen. Auf jeden Fall ja, können aus so Situationen coolere Situationen entstehen. Wir waren am Anfang ein bisschen down und dann haben wir einfach uns selbst ein bisschen was zu trinken genommen. Arthur hat irgendwie sowas zusammengemixt und dann hatten wir einen sehr intensen Deep Talk und das war richtig cool. Also ich appreciate sowas immer mega doll, vor allem wenn es mit dem Partner ist oder mit den besten Freunden, das tut immer richtig gut. Und wir waren tatsächlich bis 3 oder 4 Uhr nachts wach. Und ich glaube, deswegen habe ich auch ein bisschen Kopfweh. Es ist nicht der Alkohol, weil ich habe nur so ein Glas getrunken, sondern eher der Schlafentzug, weil ich bin trotzdem relativ früh aufgestanden. Und ja, jetzt gleich, weil jetzt 2:30 fahre ich zu meinen Eltern und Arthur kommt nach. Und das ist mein Sonntag. Also mittlerweile wisst ihr, mein Sonntag ist eigentlich immer verplant, dass ich zu meinen Eltern gehe. Das ist so unser Tag in der Woche. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch der Vlog gefallen hat. Ich werde den jetzt schnell zu Ende schneiden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Bye.